Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Super Dungeon Maker. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir das hier, Super Dungeon Maker. Dieses Spiel ist ein Maker-Spiel, also ein Spiel, wo die Community hauptsächlich alles macht. In diesem Spiel kann man seine eigenen Dungeons erstellen und auch Dungeons von anderen Spielern mal anspielen. Und ich würde das gerne alles einmal sehen. Hier kann ich jetzt das mit dem Dungeon Building einmal angucken. Ich kann jetzt hier was Neues kreieren. Wartet. So. Ich gehe natürlich direkt wieder raus. Hatte wohl doch keine Lust drauf. So. Jetzt kann ich hier zum Bullet-Modus wechseln und jetzt könnte ich das hier so gestalten, wie ich möchte. Ich könnte den Raum umändern, dass der ein bisschen größer ist. Ich kann Monster platzieren. Und die müsste ich dann bekämpfen. Ich kann sogar Bosse, glaube ich, irgendwie platzieren. Ich kann Fallen natürlich auch für mich machen. Schätze. Also wirklich alles. Ich werde jetzt nicht wirklich versuchen, einen eigenen Dungeon zu bauen, weil ich bei sowas ehrlich gesagt sehr schlecht bin. Und vor allen Dingen, bis ich hier was Gutes zusammengestellt hätte, wäre ich 2 Stunden mindestens beschäftigt. Deswegen wäre ich eher dafür, dass wir jetzt aus diesem Dungeon rausgehen. Ich habe ja euch ja nur eben kurz gezeigt, wie man was baut. Und irgendeinen Dungeon von der Community mal probieren. Weil ich glaube, dass das mehr effektiv ist, als wenn ich jetzt was baue. So. Wir nehmen jetzt einfach mal das Erstbeste, was wir sehen. Who's the Fork könnten wir nehmen. I can swim. Slime Prison. Man sieht hier noch so ein bisschen, wie das aufgebaut ist. So von einem Screenshot her. Probieren wir das hier. So, und jetzt bin ich hier in diesem Dungeon. Jetzt habe ich eine Ausweichrolle eingesammelt. Und kann natürlich auch Items einsammeln. Ich muss irgendwie da hinten an die Kiste kommen. Nein, ihr kriegt mich nicht. Ich bin das ultimative Hühnchen. Gegen mich kommt ihr nicht an. Au. So, besiegt. Natürlich kann ich Gräser zerschneiden. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Dafür muss ich wahrscheinlich an die Kiste einmal rankommen. Das hat nichts gebracht. Komm. Auf. Die zerbrechen nicht. Das ist ein bisschen lame. So, ich komme mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht da über die Schluss. Die Schlucht. Lerne das Deutsch noch. Ich bin zwar gebürtig aus Deutschland, aber ich lerne Deutsch noch. Das tut jeder Deutscher. Da sind irgendwelche Viecher. Also, das Spiel ist natürlich ja noch in der Entwicklung. Da kommen noch richtig viele Elemente wahrscheinlich bei der Vollversion hinzu. Mit verschiedenen Updates kann ich mir auch noch vorstellen. So, da ist jetzt die Kiste drin, womit ich wahrscheinlich an die andere drankomme. Aha, die Viecher, die kommen einfach. Aua. Oh, hier irgendwer sagt, verteidige doch, ich habe kein Schild. Kann nur draufkloppen. Na gut, ich kann ausweichen.
So, ich habe einen Schlüssel, damit komme ich hier hin. Kann ich hier aufschließen. Das Ding will mich umbringen. Au. Bin tot. Ok. Au. Ich bin doch gerade erst in den Raum reingekommen. Nein. Auf. Ah, okay. Ich muss hier erst umbringen, bevor ich weiter kann. Aua. Da ist nichts drin. Was gehe ich hier? Den Greifhaken. Hui. Au. So, jetzt sollte ich hier doch rüber können. Hui. Da hat mir ein Schlüssel gegeiert. Nein! Hör auf! Danke! Das konnte ich gebrauchen. Das war die falsche Taste. Also bisher finde ich das Spiel ganz interessant. Macht das denen auch Schaden? Also kann ich hier auch damit umbringen? Ja, kann ich! Warum soll ich mich so stark bemühen? Fertig. Ja, und das Ziel ist es halt immer zu diesem Ei zu kommen. Was ich bei diesem Level jetzt auch geschafft habe. Wie gesagt, ich könnte versuchen, was Eigenes zu bauen, aber ich bin echt nicht gut in sowas. So, jetzt will ich hier mal die Gegend hier ein bisschen erkunden. Dungeon of Trees. Ach, das ist jetzt so ein Dungeon, den das Spiel schon gebaut hat. Ach, das ist eine Klippe. Schalter. Okay, ich gehe erstmal hier rechts. Da ist eine Kiste, die kann ich noch gebrauchen. Die machen sich einmal zu und danach kann man sie zerschlagen. So, du wirst dich jetzt schließen. Jetzt kann ich die kaputt... Aua. Machen. Okay, dafür muss ich jetzt das Teil umdrehen. Das heißt, ich muss das von Rot auf... Von Blau auf Rot wechseln. Warum laufe ich dann ein zweites Mal rein? Also, bisher finde ich das Spiel ganz cool. Vor allem, da wäre ja auch sehr viel Abwechslungsreichtum. Weil jener Person kann der ja was anderes bauen. Ah, meine Ausweichrolle. Bin gegen die Maus gekommen, Entschuldigung. Au! Tut doch weh! Ah! Hab den Schlüssel. Aber wie komme ich jetzt zurück? So. Okay. Wofür brauche ich den jetzt? Kann ich da drüber rollen? Ich kann. Da war nichts. Habe ich irgendwo eine Karte? Nein. Ich habe gerade alle Tasten einmal gedrückt. Obwohl, ich könnte hier auch einmal lang gehen. Und gucken, wo ich rauskomme.
Ja, der ist jetzt eingesperrt. Komm, geh auf. Kaputt. Ah, das war der Anfang vom Dungeon. Warte mal, dann drehe ich das wieder um. Und gehe nochmal da hoch. Kann ich ja einmal nach links. Dem ich begriffen habe, dass ich auch mal was drücken sollte. Nein! Klopfst mich nicht! Fragt mich übrigens nicht, warum der Charakter unbedingt ein Hühnchen ist. Die Frage kann ich euch nicht beantworten. So, jetzt muss ich unten rum. Warte mal, das Herz kann ich mir noch greifen. Und da ist jetzt der Weg, um weiterzukommen. Einen Schlüssel habe ich noch. Aua! Verreck! Dummes Viech! Komm her! So, jetzt kann ich weiter. Und hier haben wir den Boss, den ich erwähnt habe. Bin gespannt, wie funktioniert der. So, jetzt kann ich zu dir hin. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ich prügel dich platt. Bark. Hat schon geschafft. Also das sind ungefähr die Elemente, die man zurzeit so zur Verfügung hätte. So, ich guck noch mal mich im Dorf hier um. Vielleicht habe ich noch mal irgendwas übersehen. Wahrscheinlich da noch ein weiterer Dungeon. Dungeon of Torches. Da ist eine Kiste. Die könnte ich mir noch eben kurz greifen. Dann habe ich die Rolle. So, was habe ich sonst noch so übersehen? Eine legendäre Statue. Ich weiß nicht mal, wer der Evil Twin ist. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir den Dungeon of Torches noch. Gucken wir uns den auch noch eben an. So, hier komme ich nur mit der Rolle drüber. Oh, die kriege ich auch direkt von Anfang an. Okay, komm zurück. Hierfür brauche ich Schlüssel. Bin ich doch bestimmt hier rechts irgendwo. Da komme ich nicht rüber. Ich habe einen Schlüssel gekriegt. Es ist die Frage, welche Tür ist richtig? Ach, geht eh nur eine Tür. Okay. Hoch oder runter? Runter. Falsche Entscheidung. Geht nur hier lang. Was ist in den Räumen daneben? Achso, egal wo ich reinfalle, ich lande dort. Alles klar. Zuerst das Vieh. Das Vieh ist nerviger. So. Alle einmal anschlagen und jetzt kann ich sie umbringen. Riech ich noch irgendwas? Nö. Hab nur einen Schlüssel erhalten. Oh, hier ist auch noch ein Schlüssel. Aber da komme ich nie dran.
Mal gucken. Jetzt kann ich hier lang. Okay, hier kann ich noch runter. Ja, Greifhaken. Den Greifhaken finde ich bisher am besten. So, habe ich hier noch irgendwas, was mitgenommen werden müsste? Nö. Nämlich die Abkürzung. Ich glaube, ich muss den Schalter nochmal umlegen. Stimmt, hier der Schlüssel. So, das muss ich, glaube ich, ja wieder umlegen, sonst komme ich gar nicht erst rüber. Vor allen Dingen, man müsste sich ja vorstellen, wenn die hier noch so einiges hinzufügen, was für Dungeons möglich sind. Da kann die Community sich dann ja frei ausleben. So. Oh Gott. Aua. Einmal umdrehen. Jetzt sind hier andere Wege offen. Dahinter wandte bestimmt der Boss. Warum soll ich es mir schwer machen? Kann ich den Schlüssel damit eigentlich auch greifen? Nein. So, rein in die Olga. Ja, da ist wieder der Boss. Oh, jetzt muss ich mich rüberziehen. So, dich mache ich kaputt. Au. Und Level geschafft. Also ihr seht, dass da eigentlich richtig coole Level möglich sind. Vor allen Dingen, wenn hier noch richtig viel hinzukommt. Also wenn die hier noch bei der Vollversion noch viel mehr Elemente hinzufügen. Vielleicht neue Gegner, neue Bosse. Also ich würde mich tatsächlich darauf freuen, das dann zu spielen. Aber für heute würde ich sagen, war das auf jeden Fall eine recht interessante Erfahrung. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer ein Abo und ein Like da lassen. Das würde mich sehr freuen und würde mir auch helfen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.